Auf diesen Tag mussten sie lange warten. Die Fotos ihrer Toten haben sie mit in den Gerichtssaal gebracht. Die Angeklagten sollen ihren Opfern ins Gesicht sehen. Endlich dann verließ der Richter das Urteil. 21 Mal die Todesstrafe. Die muss zwar noch von dem Großmufti Ägyptens zur Bestätigung vorgelegt werden, den Familien der Opfer reicht aber bereits die Ankündigung, die Bluttat wird gerecht. Fast genau ein Jahr ist es her, im Stadion von Port Said spielte der Heimatverein Al-Masri gegen den Kairoer Club Al-Mali. 74 Menschen starben direkt in Port Said. In der Folge kam es zu Unruhen im ganzen Land, mit weiteren Toten. Den Sicherheitskräften in Port Said wurde später vorgeworfen, sie hätten die Täter gewähren lassen, seien gar nicht interessiert gewesen, die Gewalt zu stoppen. Das Urteil ist gesprochen. In Kairo stimmen die Kläger Hochrufe auf die Gerechtigkeit an und auch der Anwalt ist glücklich. Ich bin zufrieden mit dem Urteil. Es ist gerecht. Ich denke, dass das Gericht in dem ganzen Prozess gute Arbeit geleistet hat. Alle Fakten wurden berücksichtigt. In Port Said allerdings ist die Wut über die Richter in Kairo groß. Hunderte Menschen protestieren auf der Straße. Es kommt zu Zusammenstößen. Mindestens 22 Tote, mehr als 200 Verletzte. So die vorläufige Bilanz der Krawalle.